Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Anne Heinze von der Open Mind Akademie und ich habe heute ein Gespräch mit Andrea Scharrer. Hallo, Andrea. Hallo, Anne, freut mich. Mich freut es auch. Andrea ist Open Mind Coach und wir sprechen heute darüber, wie geht es, wenn man eine Coaching-Ausbildung gemacht hat. Wie geht es weiter? Wie komme ich dazu, ein gut florierendes Coaching-Business aufzubauen? Was ist das, worauf wir achten müssen, wenn wir starten? Was ist das, was die Arbeit als Open-Mind-Coach so befriedigend macht oder auch die Arbeit mit diesen außergewöhnlichen Menschen? Wie geht es dir denn damit, Andrea? Fantastisch, super. Also es ist wirklich eine so erfüllende Arbeit geworden für mich. Und die Arbeit mit Hochbegabten, Hochsensiblen, Vielbegabten ist so intensiv, ist so tief, wo mich selbst sehr viel, also ich selber kriege auch so viel zurück. Ne? Und ich bin mit ihnen zusammen, also was sie so schätzen, die Hochsensiblen, Hochbegabten, dass jemand da ist, der sie endlich sieht, der endlich so ist wie sie, und das macht es eigentlich aus, diese Arbeit auf gleicher Ebene, ihnen das vermitteln zu können, dass Hochsensibilität, dass die Hoch-X-Themen einfach was ganz Besonderes sind. Mhm. Und ich kann einfach wirklich sagen, es ist das Beste, was ich jemals gemacht habe, und auch, wie gesagt, die Ausbildung bei dir und in der Open Mind Akademie war wirklich der Grund und der Auslöser, dass ich mich endlich traut habe, selbstständig zu werden und genau mit diesen Menschen eben zu arbeiten. Ja, das, was du sagst, ist etwas, was ich auch immer wieder erfahre, dass ganz viele der Klienten sagen, sie müssen sich nicht erklären, weil sie endlich mal jemanden vor sich haben, wo sie nicht bei Adam und Eva anfangen müssen und ungewöhnliche Dinge, die für sie gewöhnlich sind, erklären müssen, sondern einfach so sein können, wie sie sind. Ja. Und das ist was, wo dann wirklich auch, da fängt an, die Seele aufzublühen. Das ist so ein faszinierendes Geschenk. Ja, und man kann es wirklich auch im Coaching-Prozess sehen, ne? Dass sie, je mehr, dass sie kennenlernen und es annehmen können und im Austausch verstehen, ah, das ist was Tolles, was ich da habe, das ist nichts, wovor man sie verstecken muss, und sie können mit mir einfach gedanklich von rechts nach links springen, ne? In der Schnelligkeit, die sie brauchen, und das ist ein unglaubliches Geschenk für sie, weil sie endlich verstehen, sie sind richtig so, wie sie sind. Mhm. Also das ist so der Kern eigentlich von dem, was sie mitgeben kann. Ja. Ja, so ähnlich ist es ja auch in dem Werden als Coach, auch wenn man durch diesen Prozess durchgeht, so die einzelnen Zwiebelschalen mal abzulegen, was ich kann ich alles nicht, was darf ich alles nicht, was traue ich mir nicht zu. Ne? Ja, die Zwiebelschalen, das stimmt. Ja. Das ist ein Prozess einfach der Reifung. Wo hast du das Gefühl, das sind die größten Herausforderungen für dich gewesen in der ersten Zeit? Also die größte Herausforderung war wirklich sichtbar zu werden. Das hat schon angefangen damit, dass ich meine Internetseite live stelle. Ja. Diese Kleinigkeit eigentlich, zu wissen, das sehen wir Millionen, und ich bin da pur, so wie ich bin, für was ich stehe. Und das war erstens mal wirklich die größte Herausforderung. Die zweite Herausforderung war, dass ich unperfekt in die Arbeit steige. Für mich gefühlt unperfekt, muss ich mir berichtigen. Denn es gibt keine Perfektion. Ne? Es ist dieser perfektionistische Anspruch. Und immer wieder etwas zu finden, weshalb dass man jetzt diese Arbeit nicht tun kann. Mhm. Und ich habe es halt wirklich diese Hürde geschafft und bin echt stolz, dass ich sage, ich gehe so raus, wie ich bin. Ich fühle mich nicht perfekt. Ich habe eine sehr gute Ausbildung hinter mir. Ich habe viel Background, ne? Und ich habe viel Erfahrung. Ich bin sehr empathisch und ich gebe mich in die Arbeit einfach rein. Mhm. Mhm. Genau, das. Und noch eine Herausforderung war, dass ich natürlich verstehen musste, wie kann ich mich darstellen, darf ich mich darstellen, was brauche ich dazu, das ganze Marketing, die Werbung,
meine eigenen Preise zu finden. Das sind alles auch nicht nur äußerliche Hürden, sondern auch innere Hürden. Ja, genau. Das haben wir ja in der Ausbildung schon gesehen. Wie schwierig ist das? Immer diese Diskussion, um welchen Preis kann ich denn nehmen? Ne? Ja. Oder wie zeige ich mich? Ne? Das ist ja das, was ich weiß nicht, wie oft wiederholt habe. Du kannst nur dich selber zeigen, darstellen, glaubwürdig, authentisch sein, mit all dem, was dich ausmacht. Mit deinem wunderschönen Zungenschlag, möchte ich es mal nennen. Mit bayerischer Slang, ne? Genau. Der bayerische Slang. Und du siehst ja auch, du hast ja jetzt auch Firmenkunden in Köln, die haben auch kein Problem mit dem Bayerischen, ja? Nein, gar nicht. Aber ich halt, ne, es ist meine Arbeit. Aber du hast diese Hürde überwunden. Das ist eben das Thema mit dem Sichtbarwerden. Und wir sprechen ja ganz viel in diesen ganzen Marketing-Themen darüber, wie kann ich die richtigen Klienten anziehen? Es geht ja nicht darum, irgendwelche, sondern die richtigen für mich passen, sodass du wirklich in deine volle Kraft kommst als Coach und so aus dem Vollen schöpfen kannst und aus deinem Werkzeugkoffer alles rauspacken kannst, weil du einfach einen Menschen vor dir sitzen hast, mit dem du riesig viel Freude hast. Ja, definitiv. Und es ist bis heute auch noch so, dass ich immer wieder schaue, ist das, was ich tue, will ich das? Macht mir das Spaß? Bin es genau ich, so wie mir zeigt? Weil ich entwickle ja bis jetzt mein Business immer weiter, schaue immer wieder, wie kann ich es verfeinern, was kann ich noch mit dazu nehmen? Und ich überprüfe bis heute immer wieder, sind es meine Wunschklienten? Mhm. Fühle ich mich wohl? Kann ich genau das machen, was ich will? Du wirst ja nie fertig damit. Guck mal, ich mache das nach 20 Jahren immer noch genauso. Ja. Man entwickelt sich selbst weiter, geht in eine andere Richtung, neue Richtung oder erweitert es. Du hast, du stolperst über Methoden, Tools, die du zu deinem Werkzeugkoffer eben noch dazu tust. Dir begegnen Themen, die du auf einmal irre spannend findest. Ja, das wird nie aufhören, hoffentlich. Hallo, deswegen haben wir den lebendigsten Beruf der Welt. Ja, ich liebe es auch. Und du hast einen guten Punkt angesprochen. Wo man, wenn man selber Dinge für sich nochmal erkennt, ne, und neu dazukommen, so ist für mich jetzt, dass ich wirklich regelmäßig 2 Stunden am Tag meditiere und nach Dr. Joe Dispenza auch meditiere, nach dem Neurowissenschaftler, und ich so begeistert bin und sehe, was das für Menschen ausmacht, die so feine Sinne haben, ne, und einfach Schwingungen wahrnehmen und Frequenzen wahrnehmen und das Innenleben so intensiv erleben, was da Meditation ausmachen kann. Oh ja. Und, ne, du kennst es wahrscheinlich. Und genau das lasse ich halt einfach einfließen an die Gespräche, ob es die Klienten wollen. Und ich habe wirklich im Moment so viel Resonanz und sagen, ja bitte, zeig es mir und erklär es mir. Das lasse ich einfach jetzt auch mit einfließen. Ne, alles, was ich kann, was ich bin, so, dass der Klient auch ans Ziel kommt. Das, was nötig dafür ist, dass der Klient ans Ziel kommt, ja, das gebe ich rein. Was ist denn das, was für dich der Tätigkeitsschwerpunkt ist, Andrea? Was ist das, wo du sagst, ja, das sind die Themen, die mir am liebsten sind, oder das sind die Themen der Klienten, die mir am liebsten sind? Mhm. Mein Themenschwerpunkt ist grundsätzlich Veränderungsprozess. Mhm. Die tiefe Veränderungsprozesse, wo wirklich die Menschen sagen, sie können nicht mehr so, wie sie machen, ne, wie ihr Leben ist. Sie wollen auch nicht mehr so weitermachen. Sie merken, dass sie an ihre Grenzen kommen. Und sie wollen wirklich dieser tiefe Wunsch, sich verändern zu wollen. Wenn der da ist, dann werden das so viele Energien frei. Und mit den Menschen arbeite ich am liebsten. Okay, ja. Das heißt, sie brennen schon wirklich auf eine Veränderung. Die sagen, ich hätte gerne mal was anderes und es wäre ganz nett, sondern die sagen, ich muss, ich will, ja. Und ja, ganz dann kommt auch was dabei raus, ja. Ja, und da macht es ja wirklich Spaß. Und das zweite Thema, was ich oft mit einfließt, ist die Berufung. Dass die Leute wirklich und die Klienten wirklich das suchen, was sie erfüllt, was sie wirklich auch mit ihrer Hochsensibilität, mit ihrer Hochbegabung leben können. Mhm. Ja. Genau. Ja. Und so die Themen an sich. Und noch ein Punkt, genau, ganz, ganz wichtig, die Gedanken beruhigen. Mhm. Lieblingsthema von mir, weil wirklich eigentlich meine Klienten alle denken viel zu viel. Ah ja, alle. Das ist da oben ein Hamsterrad und das dreht sich wie ein Brummkreis ständig. Genau. Und da ist es halt so, dass ich meine Erfahrung eben als Mentaltrainerin und Hypnotherapeutin auch mit einbringe, dass sie einfach Gedanken zur Ruhe bringen können, dass sie fokussiert sind, dass sie in sich stabil werden. Genau, und das lasse ich auch noch mit einfließen. So diese 3 Faktoren sind es, wo ich sehr gerne arbeite damit. Mhm.
Arbeitest du hauptsächlich mit Frauen, mit Männern, mit Jugendlichen, Erwachsenen? Was ist so deine Klientenstruktur? Ja, also es ist so, dass ich überwiegend mit Erwachsenen arbeite. Sagen wir so 80% sind Frauen ungefähr und 20% Männer. Mhm. Hochsensible, hochbegabte Männer vor allem. Mhm. Alle so zwischen, also vom Alter her alle so zwischen 25 und 50. Mhm. Jede Altersklasse mit dabei. Vereinzelt habe ich Kinder, Jugendliche mit, die herkommen, ne, zur Hypnose entweder oder aber auch als Coaching, um in der Schule besser mit Hochsensibilität umzugehen, also mit den eigenen Empfindungen, dass sie verstehen, wieso dass das so ist, wieso dass sie so fühlen. Aber das ist eher weniger. Also Hauptfokus dann wirklich der Erwachsenen. Okay. Mhm. Genau. Was ist denn der wesentliche Punkt für dich mit dieser Erfahrung? Du hast ja auch viele unterschiedliche Ausbildungen gemacht. Was ist für dich das Wesentliche in der Ausbildung zum Open Mind Coach gewesen? Das ist eine sehr gute Frage. Das Besondere ist, dass für mich persönlich, dass du und auch die Menschen in der Ausbildung an mich geglaubt haben. Das grundsätzlich. Dieser Glaube an den Menschen, dass es kann, das war für mich ganz, ganz wichtig. Und dies von dir, dass du das Wissen so leicht und kreativ vermittelst, dass es Lernen einfach Spaß macht. Ne, dass es kreativ ist, dass es leicht ist, dass die Gruppe als Stütze da ist, dass wir uns gegenseitig inspirieren können. Mhm. Dass wir aber, so empfand ich auch, in der Ausbildung in die Verantwortung genommen werden. Mhm. Das eine ist spielerisch, das andere ist selbstverantwortlich. Genau. Korrekt, genau, genau. Diese beiden Sachen. Und dass es wirklich sehr offen gehalten worden ist. Mhm. Dass es nicht eine feste, starre Struktur ist. Das war früher, also wie man gelernt hat. Und dass es jetzt nach den Bedürfnissen ging und dass auf die einzelnen Personen eingegangen wurde. Und es war eine ganz, ganz tolle Ausbildung, wo ich jedem empfehlen kann, der wirklich an seine Kraft möchte als Coach. Mhm. Ja. Was möchtest du denn überhaupt Menschen empfehlen, die vielleicht auf der Suche sind nach einer Coaching-Ausbildung und noch nicht gar nicht wissen, wohin? Jetzt unabhängig von der Open-Mind-Ausbildung. Was ist für dich ein ganz wichtiges Kriterium, um herauszufinden, was ist das, was für mich passend ist? Zuerst mal ehrlich mit sich selbst zu sein. Hm, ja. Wenn jetzt so von mir sprechen, also damals mein Kopf hat gesagt, naja, mach's Business Coach, ne, weil du musst ja Geld verdienen und macht ja jeder, ne, könnte in die Firmen gehen. Ja, prinzipiell stimmt das, aber ich wusste, nein, ich will mit den Menschen, also zu wissen, mit wem willst du arbeiten. Und dann erst zu sagen, was für eine Ausbildung würde dann passen. Mhm. Na, wie möchte ich zukünftig arbeiten? Und zu schauen aber auch, passt das Institut, passt der Mensch, der dieses Wissen vermittelt, fühle ich mich wohl? Ja, also ich bin ein Bauchmensch. Ja, das stimmt. Du machst es toll mit deiner Intuition. Du bist sehr, sehr hochsensitiv, ja. Ja, ich bin sehr, sehr intuitiv und sprich sozusagen die Intuition. Ich würde immer nach dem Bauchgefühl auch handeln. Ne? Zuerst mal sagen, okay, hier analytisch die und die Ausbildungen gibt es. Wo will ich hin? Was bin ich für ein Mensch? Was wünsche ich mir wirklich? Also um was geht es mir wirklich? Was möchte ich denn in die Welt hinausgeben? Und dann die Ausbildung wirklich auszuwählen. Vorgespräche zu führen mit den Menschen, die das anbieten. Genau, und dann aus dem Bauch raus entscheiden. Genau. Ja. Was ist denn das noch, was du so zum Abschluss den Menschen, die das Video jetzt anschauen, so mitgeben möchtest? Gibt es da noch irgendeinen Satz von dir, etwas, wo du sagst, ach, das wäre mir noch ganz, ganz wichtig zu sagen? Ja. Menschen, die die Ausbildung machen möchten, bei dir grundsätzlich einfach sich weiterentwickeln möchten, auch glaubt an euch, egal was irgendwer sagt da draußen, der Glaube an sich selber, das Vertrauen in sich selber ist unglaublich wichtig. Und wenn ihr dann noch jemanden dabei habt, der felsenfest hinter euch steht, der euch immer wieder motiviert, sagt, du bist toll, du schaffst es, dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Sich Unterstützung zu suchen. Man muss es nicht allein schaffen.
Unterstützung suchen. Das gilt ja echt tatsächlich für viele. Und gerade die Hochsensiblen, das kennst du bestimmt auch von deinen Klienten, die brauchen oft großen Anlauf, bis sie sich selbst eingestehen, ich möchte eigentlich doch jemanden lieber haben, der mir da weiterhilft. Ja. Und die Bitte um Hilfe, das muss jetzt gar nicht professionelle Hilfe sein, das meine ich gar nicht, auch im Freundeskreis. Ja, natürlich. Genau. Das fällt oft schwer. Ihr lieben Leute, wartet nicht zu lange, sondern macht es einfach früher. Ne? Ja. Ja, klar, definitiv. Gut. Ja. Ja, Andrea, dann danke ich dir für dein Gespräch. Danke dir, Anne. Hat mich sehr gefreut. Und ist dann auch deine Website. Vielleicht magst du es kurz erwähnen noch. Wie heißt deine Website? Meine Webseite heißt www.andrea-scharrer.de. Genau, so wie dein Name da eingeblendet ist. Andrea Scharrer findet ihr dann ganz schnell. Ja. Dankeschön und alles Liebe für dich und auf bald. Danke dir auch. Tschüss, Anne. Ciao.